Hey ho, meine Lieben. Ja, nach dem letzten Römertopfrezept, was ich gemacht habe, habe ich beschlossen, dass ich heute wieder was im Römertopf mache. Wieder mit einem Sößchen. Und ja, was soll ich lang reden? Oh, Mann. Heute mache ich mir einen schönen Schweinsbraten. Dazu gibt es Semmelknödel. Die sind schon vorgefertigt, also für mich alleine. Naja, was soll ich dazu noch großartig sagen? Ihr wisst es ja mittlerweile. Und zuallererst muss ich den Schweinenacken, ist ja noch kein Braten, bearbeiten, weil 2 Kilo Stück für mich an einem Tag. Drum nehme ich euch jetzt mit rüber in meine kleine, aber feine Küche. Da schneide ich den Schweinenacken schnell klein, ein Stück für heute. Der Rest wird einvakuumiert, kommt in die Gefriere. Da könnt ihr ja vielleicht kommentieren, was ich daraus machen könnte, was ihr vielleicht gern sehen wollen tätet. Und ja, gehen wir rüber in die kleine, aber feine Küche, habe ich ja schon gesagt. Da haben wir schon das Ungetüm. Tja, was mache ich mir da draus? Parieren muss ich nicht. Das bisschen kann ich drauf lassen. Und ich denke mal, ja, das Stück mache ich mir heute. Soll ja vielleicht für morgen auch noch mitreichen. Ja. Und hier schneide ich mir jetzt noch mal ein Stück runter. Das wird komplett einvakuumiert, eingefroren. Leute, was wollt ihr daraus sehen? Und von dem hier oh, das ist ein schönes Stück. Das sind schöne Stücke. Schneide ich mir jetzt einfach schöne Steaks runter. So. Also die werde ich vielleicht herinmachen und noch klopfen. Naja, schauen wir mal. Auf alle Fälle, die 2 friere ich ein. Ein Päckchen, 2 Päckchen, 3 Päckchen. Ich friere ich ein, vakuumiere ich ein. Und wer einen speziellen Wunsch hat, eine geile Idee, wo ich für mich hier machen könnte, einfach unten in die Kommentare reinschreiben. Gut. Jetzt aber schnell, bevor das Video zu lang dauert. So, da habe ich dann schon die kleine Auswahl. Also, zum einen habe ich mir hier so Backerl-Semmelknödel geholt, 4 Stück. Leute, für mich reicht das vollkommen aus. Die Knödel, Semmelknödel sind für heute. Und dann habe ich hier noch so einen böhmischen Knödel geholt. Ich weiß, alles kein Problem selber zu machen, aber 1 Euro, hau mich tot, was der gekostet hat. Dafür mache ich das Ding nicht selber. Nee, der wird mir dann morgen mein Essen ja bereichern, weil hier bleibt ja mit Sicherheit was übrig. Dann habe ich hier mein Stubbs Liquid Smoke, das verwende ich heute. Dann nehme ich heute endlich mal den Stegosaurus von McAllister. Ja. Dann habe ich ein bisschen Sahne für die Soße später. Stelle ich auf die Seite, brauche ich noch nicht. An Kalbsfond. Da muss ich ganz ehrlich sagen, der Kalbsfond war wesentlich billiger als der Bratenfond, den sie noch gehabt haben. Ja, mehr als die Hälfte. Tomatenmark rühre ich dann später ins Sößchen mit rein. Kann auch nochmal weg. Dann brauchen wir jetzt eigentlich bloß das hier. Eine Zwiebel. Ein klein bisschen Knoblauch. Und ein bisschen Suppengrün und
Genau das schnippel ich jetzt alles klein. Ruhe, du Handy. Wer nervt? Der Brülleimer wieder. Und ja, dann kommt es hier in die Form rein. Tja. Und so machen wir jetzt einfach los. So, und das Gemüse wird heute gar nicht so klein geschnitten. Ist auch gar nicht nötig, weil das kommt später alles in den Mixer rein und wird klein püriert, weil ich möchte dieses ganze Gemüse, tja, am Schluss in meiner Soße haben. Hier tue ich jetzt zuerst einmal die Zwiebeln unten reinlegen, sozusagen, ja, als Anbrennschutz, wobei ja hier gar nicht die Hitze so von unten kommt. Spart natürlich jede Menge Arbeit, wenn man das so macht, weil dann braucht man es nicht ganz so klein schneiden. So, das reicht schon vom Knoblauch her. Den verteilen wir auch hier drin. Tja, und dann geht es hier ran. Schälen, abspülen und rein in den Topf. Ja, genau. Da auch bloß ein Stück, weil der schmeckt mir sonst zu heftig. Lauch werde ich wahrscheinlich fast das Ganze verwenden und die Möhren auch komplett. Also das ist jetzt das Stück Sellerie, was ich nehme. Sellerie ist lecker, ich habe ganz gerne Sellerie, aber wenn es dann... Brülleimer, gib jetzt eine Ruhe. Wenn es dann zu viel wird, dann wird es einfach zu viel. Besonders, weil es ja die Grundbasis oder das Sößchen ergeben soll. Und wie gesagt, grob schneiden und fertig. Und ab in den Topf. Genauso den Lauch. Den Anschnitt hier, der kommt noch weg. Genauso wie hier hinten. So. Tja, ich schneide den jetzt nicht in Scheiben, ich schmeiße den jetzt hier so komplett rein. Ja. Und ich wasche ihn nochmal. So. Jetzt machen wir was ganz was Gemeines. Ey, Brülleimerchen, warum störst du immer meine Videos? Dein Getüdel ist jetzt schon zum, was weiß ich, wievielsten Mal auf dem Video drauf. Möchtest du den Zuschauern vielleicht noch eine Nachricht hinterlassen? So eine Entschuldigung fürs Stören vom Video oder so? Schauen wir mal, was kommt. Ja, ganz netter Kerl, der Brülleimer. Aber seltsamerweise schafft es der immer wieder, mich in meiner frohen Schaffenskraft zu stören. So, hier schneiden wir auch einfach bloß Streifen runter und schmeißen das hier so mit rein. So, dass halt das Gemüse ja später auch mit durch ist. Liebe Community und Anhänger vom Grill-Junkie, es tut mir unendlich leid, dass ich ständig da gerade eine Sprachnachricht schicke, wenn er seine Videos macht. Bitte verzeiht mir. Es tut mir unendlich leid. Oh, herrlich, herrlich. Ich mag den Kerl einfach. Jo. So, die Petersilie schneide ich auch bloß einmal ganz grob und dann wären wir hier mit den Vorbereitungen bis aufs Fleisch schon fertig. Und bevor wir hier jetzt vom Fleisch nachher wieder
alles abspülen. Gebe ich gleich hier mal den Kalbsfond mit rein. So, und jetzt mache ich hier ganz schnell sauber und dann würzen wir das Fleisch. So, und ja, in den letzten Videos, wo ich den Liquid Smoke verwendet hatte, überwürzt mit dem Liquid Smoke und ja, so viel war das insgesamt für mehrere Videos und so viel war das gar nicht. Also immer locker bleiben. Das kann ruhig ein bisschen was sein. Wir wollen ja ein klein bisschen Rauchgeschmack dran haben. So. Dann nehmen wir uns den Steakosaurus. Und Leute, ich habe absolut keinen Plan, wie das schmeckt hinterher. Mit dem Gewürz, aber wir werden es erfahren. So. Das Zeug kommt hier jetzt mit rein, der Rest. Dann hauen wir noch was von dem Gewürz gleich über das Gemüse mit drüber. Dann haben wir schon mal eine Grundwürze drin. So, braten, deponieren. Zeug auf die Seite stellen. Einen Deckel holen und drauf und dann ab in den Ofen. So, da haben wir das Blech noch drin, das kommt wieder raus. Hier, und gerade eben ist mein Blick auf etwas gefallen. Da donne ich jetzt auch noch einen kleinen Schluck rein. Ich habe ja hier noch den Rauden. Einfach auch noch ein Schluck rein. Ja, das reicht. Mehr brauchen wir da gar nicht. Ja, einfach so zur Geschmacksunterstützung. Ist zwar kein Rind und kein Wild, aber Wild kann man davon werden, glaube ich. Ja, so passt der Deckel besser so rum. Komisch. So. Und dann stellen wir den wieder auf, ja, so auf 170, 180 Grad bei Ober- und Unterhitze und lassen den mal für, ja, 17:30, 18 bis 19 Uhr drin. Oh, das wird wieder spätes Essen. Und dann auch noch das Live-Video heute. Mann! Ich schaff's immer wieder, dass es so spät wird, obwohl ich mir seit heute Mittag vorgenommen habe, das Video anzufangen. Aber egal, ich habe wieder Spaß dabei. Ich habe Spaß dabei beim Kochen, beim Grillen, beim Backen, beim Braten, bei allen, ja, meistens. Egal, ich ziehe das jetzt durch und ja, jetzt lassen wir eine Stunde drin. Der wird ja nachher dann aus der Form rausgenommen, der Braten, und direkt dann im Backofen per Grillfunktion noch fertig gemacht. Vielleicht fällt mir dazu auch noch was ein, dass ich irgendwas drüber kleister. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es noch nicht. Ich werde sehen und ihr werdet es dann auch sehen. Ja, und meine Knödel mache ich später halt dann auch noch dazu. Und die Soße. Und für die Soße brauche ich eben noch den Mixer. Den muss ich auch noch rüberholen. Na. So, Dolle. 18:33. Wir gucken mal nach und ja. KT messen. Ja, da kommt wieder schöne Hitze raus. Gerade gut ist es. Hui. Jawohl, ja. Ich glaube, das gibt ein leckeres Süßchen. Ja, den kann man schon eine Weile da drin lassen.
sind wir jetzt bei 45 Grad. Ja, aber sieht gut aus. Und ich freue mich schon, ich freue mich schon. Jawohl. Also bleibt noch eine Weile drin, so wie er ist. Machen wir es wirklich bis um 19 Uhr. Ja. Jetzt haben wir es 2 Minuten vor 7. Und jetzt nehmen wir das erste Mal hier raus. Den schalte ich dabei einfach mal aus. Und nachher schalte ich den Ofen wieder an, weil das dauert jetzt 3 bis 5 Minuten. Oh ja. So. Tja, genau bis hierhin mit dem Römertopf. Länger brauche ich den jetzt nicht mehr. Stellen wir mal hier den Deckel auf die Seite. Ja, schmeißen wir hinten alles wieder um. So. Und den nehmen wir dabei raus. Im Hintergrund hier köcheln übrigens da hinten meine, oh, sagt schon, Knödel. Fange ich mal an, mir hier das Gemüse rauszufischen und gleich in den Mixer rein. Ja, ich denke, das könnte ein leckeres Söschen heute werden. Also hier habe ich wirklich schon fast Angst. Ich habe keine Ahnung, bis wie viel Grad man da gehen kann. Ich fülle jetzt einfach mal noch einen kleinen Schluck Wasser ein, kaltes. Und dann tue ich das Ganze schon mal vorpürieren, bevor dann die Soße reinkommt. Halt. Und ja, von dem Zeug fülle ich jetzt auch noch ein bisschen was ein. Das waren 2 bis 3 Esslöffel. Zuallererst schaue ich, dass mein Braten in den Backofen sozusagen meinen Grill reinkommt. Jetzt muss ich bloß die Kamera ein bisschen wegstellen, sonst kriege ich den Backofen nicht auf. Also da habe ich jetzt normales Backblech rein. Und da legen wir den einfach nochmal drauf. Und lassen den noch, ja, eine ganze Ecke drin. Bis wir halt den Rest auch alles soweit fertig haben. Ja, und hier kommt der leckere Smoothie dazu. Doch, dieses Mal habe ich definitiv ein bisschen mehr Soße. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass mein Soßentopf heute zu klein ist. Habe ich bloß noch den ganz hohen hier, aber besser den ganz hohen als nachher alles daneben zu kippen und ja. Weil umrühren muss man ja auch noch können. Tja, dann habe ich halt heute einen Drum mehr zum Spülen. Zum Probieren. Also eindicken muss ich heute mit Sicherheit nichts. Schmeckt noch sehr gemüsig. Dann kommt wieder Trick 17 mit Selbstüberlistung, indem ich hier ein bisschen was von meiner Feinschmeckersoße zum Braten reintue. Aber auch wieder gar nicht viel, nur ein klitzekleines bisschen. Ein bisschen Wasser brauchen wir noch. Weil sonst ist das Zeug wirklich zu dickflüssig. Tja, dann heißt es aufkochen lassen. Sahne rein, abschmecken, fertig. Meine Knödel kochen auch so langsam munter vor sich hin.
Wunderbar. Geil. Perfekt. So, da hinten ist jetzt noch ein bisschen Rosenkohl dazu gekommen, den ich mal verwendet hatte. Der mit Maronen. Ja, ein bisschen Beilage einfach noch. So, und das ist soweit gut. Dann haue ich jetzt meine Sahne mit rein. Mal das Ganze. Ja, heiß, 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 heiß. Oh ja. Sehr lecker. Tue ich nur einmal kurz aufköcheln noch und ja, dann kann ich die Soße auf die Seite stellen. Ich weiß zwar noch nicht, wie ich die wegbringen soll, aber naja. Dann mache ich halt noch irgendein anderes Essen, wo ich nochmal Soße brauche. Gut. Knödel tue ich mir nachher gleich in meinen Warmhaltebehälter. Die sind in 3 bis 5 Minuten fertig. Der Rosenkohl muss noch fertig werden. Und schauen wir mal nach dem Braten. Was macht der? Hui. Oh, geil. Ich glaube, ich drehe die Hitze besser ein bisschen runter. Drehen wir den einfach mal um. Dann kriegt er nämlich von der Seite auch noch so richtig Keule und Eis und Farbe. Das wird lecker, lecker, lecker essen heute. Tja. Ich würde mal sagen, 19.30 Uhr, jetzt wird es wirklich Zeit, mein Tellerchen zu füllen. Schalten wir hier gleich einmal aus. No, wo habe ich jetzt mein zweites Brett? Mann! So, dann. Der nicht wirklich gut aussieht, Leute, dann weiß ich absolut auch nicht. So. Mein Rosenkohl hier, da habe ich noch ein bisschen Butter rein und ja, fertig ist das Zeug. Tja, Freunde, hinter mir das pure Grauen. Aber da muss ich dann auch wieder durch und werde da dann später schön aufräumen. So, noch geil, 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 geil und nochmal geil. Lalalala. Ich habe mir einen schönen, schönen Braten gemacht, jawohl. Ja, und das Stück ist dann für morgen, beziehungsweise mir reichen heute 1,5 Scheiben locker. So, und dann wollen wir mal den Teller füllen hier. Was von dem Rosenkohl mit Baronen. Das war auch mal so eine Angebotspackung. Irgendwo habe ich den letztens Jahr verwendet gehabt. Ich glaube, da habe ich Hackfleisch gefüllt damit. Ja, habe ich sogar noch einen für morgen. Dann mein Knädelsche. Irgendwie glaube ich auch, dass ich für morgen auch noch 2 Knödel übrig habe. Und wenn das so ist, machen wir aus dem Böhmischen tja, auch was ganz was Leckeres.
Vielleicht so mit Speck und Ei überbraten. Oh, geil. So, und dann kommt hier noch das Süßle. Tja. Und so habe ich doch ein richtig geiles Essen mir gezaubert. Und jetzt kommt natürlich das Allerwichtigste. Das Probiererle. Da fangen wir jetzt gerade mal mit dem Braten ohne Soße an. Dass man hier noch von dem Gewürz des Stegosaurus von McAllister das probieren. Ab in Hals. Sehr gut, lecker. Rosenkohl ist auch super geworden. Dafür, dass ich da habe nicht viel selber machen müssen. Ja, und mit der Knödel habe ich mal wieder jede Menge Arbeit gespart. Und diese sind eigentlich fast genauso lecker wie selber gemacht. Also Leute, ich bin zufrieden. Ich bin sehr zufrieden. Hab mir ein leckeres Essen gemacht. Schmeckt alles lecker hervorragend. Wer es nachmachen möchte, bitte gerne. Und ja, ich lasse mir das Ganze jetzt schmecken. Drüben. An meinem PC-Tisch und würde mich natürlich über ein nettes Kommentar, ein Däumchen nach oben und Abos wieder freuen. In diesem Sinne, ich muss essen, ich muss mich vorbereiten. Um 8 Uhr ist heute wieder Livestream. Tschoikowski, bis zum nächsten Mal. Dö, 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 dö. Tja, da habe ich noch zu tun.